Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Welt ist seit dem schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eine andere. Damit wurden 3 Jahrzehnte europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur aufgekündigt, und zwar einseitig durch die brutale Invasion von Wladimir Putin. Und deswegen stellen sich für uns jetzt in Deutschland viele sicherheitspolitische, außenpolitische Fragen neu. Für mich, für unsere Fraktion. Natürlich müssen wir auch klären, welche Aufgaben, welche Funktionen, welche Möglichkeiten soll die Bundeswehr jetzt und in Zukunft auch haben. Und deswegen ist unsere Fraktion auch sehr klar, wir brauchen in diesen Zeiten eine gut ausgestattete Bundeswehr und wir brauchen in diesen Zeiten eine Stärkung unserer Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit. Und genau dafür dient dieses Sondervermögen. Und klar ist, dass natürlich Sicherheitspolitik in diesen Zeiten auch eine vernetzte Sicherheitspolitik sein muss. Und diesen Sicherheitsbegriff hat auch nicht diese neue Regierung erfunden. Das war schon auch ein Sicherheitsbegriff, den auch die alte Regierung unter Kanzlerin Merkel verfolgt hat, den übrigens auch die NATO verfolgt. Denn es war schon immer so, dass NATO-Ausgaben eingerechnet wurden, die natürlich die Streitkräfte betreffen, aber auch darüber hinaus. Das machen sehr viele Länder in der NATO auch genauso. Und deswegen, weil es ja auch sinnvoll ist, wir erleben gerade viele Cyberangriffe auf Deutschland, auf Windenergieanlagen, auf kritische Infrastruktur. Und natürlich ist klar, die Abwehr gegen Cybersicherheit ist in unserem sicherheitspolitischen Interesse und darin müssen wir investieren. Und die Außenministerin hat es angesprochen. Natürlich brauchen wir auch einen modernen Digitalfunk in Deutschland bei der Bundeswehr und brauchen eine moderne Verschlüsselungstechnik für unsere Sicherheitsinstitutionen. Die Ertüchtigung von Partnerstaaten, wie die Waffenlieferungen zum Beispiel auch an die Ukraine, werden geliefert, nicht aus dem Etat der Bundeswehr, sind aber natürlich anrechenbar im Rahmen der NATO-Quote. Und dieses Bundeswehr, dieses Sondervermögen für Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit soll eben die Ausgaben, die unter die NATO-Quote fallen, auch mit einbeziehen. Und ich will noch mal sagen, auch zur Union, zu Herrn Mittelberg, Krisenprävention, Stabilisierung und Friedensförderung vom Auswärtigen Amt und vom Bundesentwicklungsministerium waren auch in der Regierung Merkel schon Anrechnungsfähigkeit unter der NATO-Quote und wurden auch von der Regierung Merkel nach Brüssel an die NATO gemeldet. Und ich verstehe nicht, warum Sie das jetzt hier in Frage stellen. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn ich mir die Verteidigungsministerin und Minister der letzten Jahre anschaue, Franz Josef Jung, Karl Theodor zu Guttenberg, Thomas de Maizière, Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer. Das waren die Verteidigungsministerinnen und Minister der letzten 16 Jahre. Der Bundeswehretat ist in dieser Zeit erheblich auch gestiegen. Von 2014 32 Milliarden auf jetzt 50 Milliarden Euro. Und die Bundesverteidigungsministerin hat beschrieben, in welcher bescheidenen, zum Teil desolaten Lage die Ausrüstung und Ausstattung der Bundeswehr ist. So bescheiden, dass ja ganz wenig Waffen jetzt aus den Beständen der Bundeswehr auch geliefert werden können. Und da würde ich mir schon wünschen, wenn Sie hier sagen, Herr Mittelberg, wir sind die einzige Fraktion, die sich bei diesem Verfahren nicht bewegen soll. Ich würde mir einfach mehr Demut und mehr Selbstreflexion wünschen, wenn wir auf die letzten 16 Jahre Verteidigungspolitik der Union blicken. Denn worum es jetzt ja auch gehen muss, ist, dass wir nicht über symbolische und abstrakte Quoten diskutieren, sondern darüber reden, wie wir diese 100 Milliarden Euro, die sehr viel Geld sind, wie wir die eben sinnvoll ausgeben. Und deswegen darf es hier auch keine Schnellschüsse geben, sondern wir brauchen sehr konkrete Entscheidungen, welche Fähigkeiten braucht die Bundeswehr, wer soll das machen, in Abstimmung mit unseren europäischen Partnern, mit Abstimmung mit den Bündnispartnern in der NATO. Und es muss auch klar sein, was macht Deutschland, was machen andere Partner, das muss sehr gut abgestimmt sein und am besten macht man das in gemeinsamen Projekten. Und dafür braucht man auch am besten ein Beschaffungswesen, wie es in den letzten 16 Jahren eben nicht war. Wo ein Beschaffungswesen eben dafür führt, dass wir sinnvoll Geld einsetzen, aber nicht nach Dividenden der Rüstungsindustrie erhöhen. Das kann nicht das Ziel bei diesem Sondervermögen sein. Und deswegen sind wir dafür, dass es komplexe und große Beschaffungsprojekte darüber finanziert werden, dass wir aber auch das, was jetzt schon begonnen wurde bei der Bundeswehr mit der Taskforce, auch weiterführen. Das können erste Schritte sein. Wir sind noch lange nicht am Ende, das Beschaffungswesen bei der Bundeswehr neu aufzustellen, damit am Ende wirklich sinnvolle Beschaffungsprojekte organisiert werden.
Und die konkrete Frage ist ja jetzt auch an die Union, und wir begrüßen es sehr, dass Sie sich jetzt den gemeinsamen Antrag der Ampel anschließen, wir morgen ein sehr starkes gemeinsames Signal auch in Deutschland, in Europa und in die Welt senden, dass wir gemeinsam die solidarische Ukraine humanitär, finanziell, aber auch mit Waffenlieferungen unterstützen. Und die Frage an Sie ist, und ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Wochen wir in gemeinsamen Gesprächen auch dazu kommen, bei diesem Sondervermögen zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Das Kabinett hat dafür einen guten Beschluss vorgelegt. Und die Frage ist eben jetzt, wollen Sie hier in die Verantwortung gehen oder wird nach der Parteitaktik bestimmt? Diese Entscheidung müssen Sie treffen. Wir sind zu Gesprächen bereit. Vielen Dank.